Yoho, hier ist wieder Panicfly und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy hat in der Abstimmung gewonnen. Und wir machen einen Neustart auf Jedi. Ich habe das schon angezockt, das ist echt geil. Und wir können jetzt hier die Spezies auswählen. Aber ich finde am coolsten ist der. Also hier Keldor ist auch ganz cool. Moment mal. Aber ich nehme trotzdem den Rodianer. Und zwar den Stachelkopf hier. In lila. Hier nehme ich das hier, das sieht ganz cool aus. Und Beine, die hier. Und, ja, das waren die Charaktereinstellungen. Dann Lichtschwert. Jetzt kann man hier den Schwertgriff auswählen. Nehme ich den hier. Und... Lilanes. Lila ist eigentlich ganz cool. Mace Windu Style halt. Yo. Es war einmal von der Weit. Okay. Star Wars. Jedi Knight. Jedi Academy. 10 Jahre nach dem Kampf um Endor versuchen die Hinterbliebenen des Imperiums noch immer gegen die neue Republik anzukämpfen. Sie müssen dabei auf immer verzweifeltere Mittel zurückgreifen. Jedi-Meister Luke Skywalker ist mit seiner Akademie der Jedi auf Yavin 4 bestrebt, die Jedi wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Den Frieden in der Galaxis zu wahren. Jaden Kor, eine neue Hoffnung der Jedi vom Planeten Coruscant, ist auf dem Weg in die Akademie, nachdem Kor das Unmögliche möglich gemacht hat, die Konstruktion eines Lichtschwertes ohne jegliche Jedi-Ausbildung. Das ist echt ganz geil, das ist echt so ein nach den Star Wars-Teilen. Eine Story wird vorgesetzt, ist eigentlich echt richtig geil. Grafik ist ganz okay. Ja, geht halt. Alte Grafik halt. Wir erreichen in ein paar Minuten die Akademie der Jedi. Das wird so fantastisch! Da sitzen wir. Bist du nicht aufgeregt? Wir werden Jedi, lernen die Wege der Macht, konstruieren Lichtschwerter. Natürlich, du hast schon eins. Ich hole mir so ein dummes Übungsschwert und dann... Mach dich doch nicht so verrückt. Ich weiß auch nicht, aber ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Du wirkst wirklich nervös. Du etwa nicht? Warum auch? Du hast ja schon ein Lichtschwert und bist mir wohl weit voraus. Ich heiße übrigens Rosh. Und wie ist dein Name? Jaden. Jaden, wo hast du denn das Lichtschwert her? Das ist eine lange Geschichte. Ich war damals... Oh nein! Festhalten! Ah! Wieder mal Unkenntnisse von blöden Piloten führen zu einem Absturz. Typisch. Oh, shit. Nein! Und da stürzen wir gerade ab. Oh, da hat uns jemand attackiert. Akademie an Yavin Runner 2, hören Sie mich? Laut und deutlich. Wir mussten ein paar Klicks westlich der Akademie notlanden. Geht es allen gut? Ich denke schon. Gut, wir senden Ihnen ein Shuttle vorbei. Können Sie die Schüler zum nahegelegenen Masasi-Tempel führen? In Ordnung, Akademie. Wir treffen Sie dort. Ah, wer ist das denn? Ein kleiner Spion oder wie? Aktiviert irgendwas. Okay. Und jetzt geht's los mit unserer Action. Jaden, wir kommen nicht zu Ihnen durch. Gehen Sie zum Tempel. Wir treffen uns beim Shuttle. Alright. Jaden, hey! Ich hänge fest. Kannst du mir helfen? Warte, Rosh. Ich bin auf dem Weg. Rosh, ich komme. Jaden, meinst du, du kommst dort drüben rum? Ja. Vielleicht kannst du mit deinem Lichtschwert die Bäume fällen und eine Brücke bauen. Gute Idee. Achso.
Oh, was war das für ein Ton? Danke, Jaden. Gehen wir zum Tempel. Mein Gott. Vorsicht, Heuler! Achtung! Heuler. Warum heißen die Heuler? Okay. Muss doch irgendwie zu öffnen sein. Ja, schon eigentlich, ne? Nice. Tür geöffnet. Achtung! Oh Gott. Und wieder ein Heuler. Jetzt weiß ich, warum die Heuler heißen. Und wir stehen mal ganz kurz. Also der Sound ist, obwohl er... Der Sound ist trotzdem noch so laut. So, jetzt müsste es besser sein. Man soll ja schließlich mich auch noch hören. Oh Gott. Wieder so ein Heuler. Ich mach mal hier einen Schnell-Save. So. Oh Gott. Okay. Also wenn wir es werfen, ist das schon sinnvoller. Kannst du mit deinem Schwert noch eine Brücke machen? Jo, klar. Prima, und weiter. Und weiter geht's. Also wir springen hier schon ziemlich elegant. Die Grafik hält sich in Grenzen. Ich habe schon alles Mögliche versucht, die Grafikeinstellungen höher zu stellen. Aber, ja, Sequenz. Sturmtruppen. Jaden, runter! Auf der Lichtung sind Sturmtruppen. Was wollen die da? Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. I'll do it, bro. Du hast schließlich das Lichtschwert. Faule Sau. Was geht hier vor? Oh, geil. Stirb, Jedi. Oh mein Gott, ein Sith. Abschaum. Oh, das sind die, die uns mit dem Laser erwischt haben, glaube ich. Ich weiß es aber noch nicht. Was machen die da? Oh, und die Homies von der? Oder dem? Ist es ein Junge? Was? Okay, war kein Junge. Und wir liegen da, orientierungslos. Hä? Was? Wer sind sie? Kyle Katarn, zu Diensten. Kyle. Willkommen im Alltag eines Jedi. Danke. Was ist passiert? Wir hatten gedacht, ihr könntet uns das sagen. Okay. Ich sah einen hellen Blitz, rannte hierher und sah dich dann hier liegen. Erinnerst du dich an nichts? Ich sah drei Leute. Einer hielt so eine Art leuchtendes Zepter in der Hand. An mehr erinnere ich mich nicht. Ein Zepter? Das klingt nicht gut. Allerdings. Kannst du stehen? Ja, mir geht es gut. Das ich spüre eine Erschütterung der Macht. Du spürst doch ständig eine Erschütterung der Macht. Aber dieses Mal merke ich es auch. Es könnte eine Restaura der dunklen Seite von diesem Tempel sein. Vielleicht. Kyle, willst du nicht? Hier bleiben und das untersuchen? Liebend gern. Dann bring du den Nachwuchs nach Hause. Pass auf, Kyle. Okay. Folgt mir alle zum Shuttle. Das war Luke Skywalker. Das glaube ich einfach nicht. Also Luke hat ja anscheinend schon eine ziemlich dunkle Stimme. Im Film war das ja nicht so. Der war eher so ein bisschen der Brüller. Hast du Skywalkers Aufzeichnungen? Ja, bei den ganzen Jedi hier im Dschungel war das ein Kinderspiel. Boah, Fotze. Sehr gut. Das war die, die sich hier eingedringelt. Ich heiße alle neuen Schüler auf der Akademie der Jedi willkommen. Wir lehren euch hier die Wege der Macht. Ihr werdet lernen, euch mit dem Lichtschwert zu verteidigen
und auch Diplomatie und Geschichte kennenlernen. Okay. Es ist die Praxis der Jedi, jeden Schüler einem Meister zuzuteilen. Da wir nur so wenige sind, werden allerdings mehrere Schüler einem Meister zugeteilt. Raitaran ist Meister Horn zugeteilt. Meister Horn. Ich kann es kaum abwarten. Rush Pannon, du unterstehst Meister Kyle Katarn. Jaden Kor, du bist ebenfalls bei Meister Katarn. Den wir kennengelernt haben. Und jetzt wollen wir mit der ersten Lektion beginnen. Möge die Macht mit euch sein. Da war nichts. Aber die Gegend um den Tempel fühlte sich sonderbar an, als wäre seine dunkle Aura verschwunden. Beunruhigend. Sehen wir uns das später an. Deine Schüler warten schon auf dich. Meister Katarn, es ist eine Ehre, unter ihnen zu dienen. Erstens, bitte nur Kyle. Bei Titeln bekomme ich eine Gänsehaut. Zweitens, ihr dient nicht unter mir. Ich lehre euch und ihr lernt. Mehr nicht. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verletzen. Keine Sorge, Rush, das hast du nicht. Mich verletzen nur echte Profis. Dann schauen wir mal, was ihr drauf habt. Folgt mir zum Trainingsgelände. Ja. Und das war's mit dem ersten Part. Weil das Trainingsgelände dauert ein Stück. Dies ist eines der vielen Trainingsgelände hier an der Akademie. Ich packe euch in zwei unterschiedliche Klassen. Wenn du bereit bist, Jaden, geh durch diese Tür. Rush, folge mir. Alright, das war's mit dem ersten Part. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Jedi Akademie. Bis dann.